Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Connys Küche. Ich bin die Conny und das ist meine Küche. Ich möchte heute mit euch Schokolade machen. Schokolade selber machen stimmt nicht ganz, da ich die Grundmasse nicht selbst herstelle. Das werden wir aber auch noch in einem späteren Video machen. Heute geht es wirklich nur darum, mal auf die Schnelle eine Tafel Schokolade machen, wenn man den eigenen Geschmack haben möchte. Weil es gibt ja so viel Schokolade mittlerweile, aber manchmal ist ja doch, oh, dann mag man die lieber, die findet man gerade nicht. Und dann gibt es halt ein Rezept, das kann man dann relativ zügig nachmachen. Das Einzige, was wir da nämlich für brauchen, ist Kuvertüre. Kuvertüre aus dem Grunde auch, oder natürlich Reste von Schokoladen, wie auch zum Beispiel, wenn ihr Osterhasen übrig habt, Weihnachtsmänner, könnt ihr die auch schmelzen und einfach wiederverwenden. Ich habe jetzt Kuvertüre genommen und da brauchen wir halt nicht mit den Temperieren so drauf achten, wie wenn ihr normalen Kakao nehmt, weil das dauert ja auch seine Zeit. Richtig, Schokolade temperieren dauert halt bis zu einer Stunde, teilweise eine Stunde. Und dies soll ja etwas Schnelleres geben, dass wir schneller essen können. Wie gesagt, was brauchen wir? Ich habe jetzt weiße Kuvertüre genommen. Ihr könnt auch dunkle nehmen. Und dann habe ich für mich rote Pfefferkörner, getrocknete Erdbeeren, ein paar Nüsse fein gehackt. Dann habe ich noch ein bisschen Matcha-Pulver mit Puderzucker und ein bisschen Öl, neutrales. Ihr könnt aber auch Kokosöl nehmen. Das ist einfach. Ich gebe noch so einen kleinen Tuck, kleinen Löffelchen so in die Schokomasse mit rein. Dann wird es ein bisschen cremiger. Das ist eigentlich alles. Aber wie gesagt, diese Zutaten sind einfach ja mein Geschmack. Und da könnt ihr jetzt wirklich machen, was euch gefällt. Ihr könnt die Erdbeeren, könnt ihr zum Beispiel richtig schön klein mahlen und dann damit runter. Ihr könnt auch noch dunkle Schokolade schmelzen und dann schön gemischt machen. Ihr könnt auch ganze Nüsse reinmachen oder auch, also Pfeffer ist zum Beispiel auch was ganz Feines, Chili. Allerdings passt das eher zu dunkler Schokolade. Aber wie gesagt, wir machen auch noch mal Schokolade selbst, richtig, selbst von Anfang an. Und dann werden wir noch ein paar Rezepte durchgehen. Jetzt zu unserer Kuvertüre. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ich gebe jetzt mal meine ganze weiße hier in meine Schüssel rein. Und ich werde das jetzt ohne mein Flexi-Rührelement machen, weil ich finde, da bleibt zu viel Schokolade dran hängen, weil das ist ja hinterher nicht ganz so flüssig und das dann abzukriegen, das dauert dann, da geht mir einfach zu viel auch verloren. Deswegen schmelze ich das jetzt einfach so, gehe zwischendurch während des Schmelzvorgangs einmal mit einem tieferen Löffel oder Kunststoffspatel von Kenwood, gehe ich halt da durch, rühre es einmal um, damit alles geschmolzen wird. Und das Ganze machen wir, erstmal anstellen, und das Ganze machen wir bei 45 Grad. So, und wie gesagt, und jetzt machen wir einfach gar nichts und dann, das beobachte ich halt, das dauert so zwischen 5 und 10 Minuten, denke ich mal. Kommt immer auf die Menge drauf an. Und wenn ich sehe, ah, jetzt wird es so ein bisschen flüssig, dann rühre ich es einmal kurz um. Da kommt man gut rein, wenn man den Spritzschutz nicht dran macht, bis die ganze Sache geschmolzen ist. So, meine Schokolade oder Kuvertüre ist eigentlich soweit schon geschmolzen. Jetzt gebe ich eben noch einen Schuss Öl rein. Muss auch nicht so viel sein. Rühre es noch durch. Was halt bei der Kuvertüre zu beachten ist, wenn ihr da jetzt Schokolade mitmacht, ihr müsst sie sofort verarbeiten, weil sie relativ schnell fest wird. Und wenn sie fest ist, ist sie fest. Also andere Schokolade kann man halt ein bisschen länger verarbeiten. Und das ist hier halt, weil dann soll sie wirklich knacken. Es kann jetzt auch sein, dadurch, dass es halt nicht temperiert ist, weil temperieren gibt ja auch, gibt den Bonuspunkt, dass die Schokolade richtig schön glänzt hinterher und natürlich auch noch diesen Knack hat. Aber wie gesagt, wir sind ja bei der schnellen Schokolade. Währenddessen, das noch hier schön in der Kenwood weiter am
schmelzen ist. Das ist halt der Vorteil, sonst müsste ich das ja im Wasserbad machen. Wasser darf natürlich nirgendwo damit reinkommen in die Schokolade. Werde ich jetzt meine Förmchen befüllen. Ich habe jetzt einfach mal so unterschiedliche Förmchen aus Silikon. Und die werde ich jetzt füllen. Ich habe jetzt hier mein rosa Bärchen. Pfefferbeeren. Die gebe ich jetzt hier einfach schön in die Form rein. Das mag ich ja, Schärfe und Süß, das ist halt was Feines. Das sieht bestimmt auch, ja, das sieht nicht nur bestimmt, das sieht auch sehr schön aus. Und wie gesagt, ihr könnt das wirklich nach Geschmack machen. So. Überall schön Pfeffer rein. Dann machen wir mal noch Nüsse in die nächste Form. Was zum Beispiel auch bei dunkler Schokolade ganz toll ist, ist Salz, schönes Meersalz einfach damit rein. Geht auch. So. Nuss haben wir auch. Und die werde, ach, da können wir noch ein paar Erdbeeren mit reinmachen. Erdbeeren und Nuss passt immer. Das geht. So, jetzt ist gleich voll. Ich weiß nicht, ob wir vier Matten voll kriegen von der Menge her. Deswegen lasse ich die eine jetzt mal weg, weil die wollte ich nur mit Schokolade machen. Und die werden wir dann, wenn sie hart ist, einfach mit Matcha-Pulver und Puderzucker ein bisschen bepinseln. Das gibt so eine ganz tolle Farbe, so einfach schön. Aber was wir auch noch machen, das zeige ich euch aber gleich, wenn die Schokolade soweit ist. Und die ist soweit, die ist jetzt richtig schön flüssig. Das heißt, die Maschine können wir ausstellen. Die hat ihre Arbeit getan. So. Und die ist schön flutschig. So, jetzt mache ich das mal an der Seite. Und jetzt gebe ich mal hier erstmal überall schön Schokolade. Bisschen glatt streichen, damit wir gucken, wie wir mit der Menge auskommen. Das ist nämlich schon genug hier. Unsere erste Tafel wäre fertig. Jetzt machen wir die zweite mit Nuss und Erdbeeren. Jetzt stelle ich das mal eben hier so rum. So, streichen wir das auch schön glatt. Mit den Nüssen, das ist natürlich auch Füllmaterial, die wir dann hinterher schön knacken. So, die ist nämlich jetzt auch schon voll. So, die zweite. Und jetzt machen wir die noch mit den kleinen Täfelchen. So weit, wie wir kommen. Weil das ist relativ schnell aufgebraucht. Da muss ich jetzt halt so ein bisschen drüber gehen, weil es sind so kleine Täfelchen, da streichen wir jetzt gleich rüber, dass das schön gefüllt ist. So, jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Es geht halt mit so einem Spatel ganz gut. Jetzt fülle ich erstmal die Täfelchen hier so voll. Da müsst ihr halt so ein bisschen über den Rand streichen. Sonst lassen die sich wirklich nicht befüllen. So. Und jetzt eigentlich nur noch sauber abstreichen. Ups. Ich muss meinen Topf eben hier hinstellen.
haben wir noch ganz schön was über. Da kriegen wir noch ein paar Plätzchen. So. So. Jetzt ist die auch voll. Was wir da jetzt machen, dachte ich mir ein bisschen Muster. Und zwar nehmen wir so ein ganz kleines bisschen Matcha. Und jetzt können wir hier nämlich noch Muster reinmachen mit dem Pulver. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber das zeige ich euch dann, wenn es rauskommt. So, das ist halt ganz fein. Das mache ich jetzt auch nicht bei allen, das würde den Zeitrahmen sprengen. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen. Da machen wir mal noch ein paar Erdbeeren jetzt rein. Dann machen wir hier noch ein paar Erdbeeren. So. Das ist auch wieder so eine Form, wo wir glatt ziehen müssen. Da sind die eigentlich wesentlich schöner, sauberer zu arbeiten. Wenn ihr übrigens keine Schokoladenform habt, ist es auch kein Problem. Dann nehmt ihr einfach Backblech mit Backpapier, schön dünn ausstreichen und dann habt ihr hinterher Bruchschokolade. Geht auch. So. Naja, haben wir zumindest noch 6 voll gekriegt. Die werde ich jetzt noch ein bisschen schöner hier ausbessern. Und dann wandert das Ganze so für 1-2 Stunden in den Kühlschrank. Und dann können wir es genießen. Die Schokolade war jetzt so circa 2 Stunden im Kühlschrank. Lieber ein bisschen länger als zu kurz, sage ich immer. Und die kleinen Täfelchen, diese kleinen Runden, habe ich schon aus der Form gelöst. Goldig. Jetzt machen wir hier weiter und wie ihr seht, das wollte ich euch eigentlich nur zeigen, sie gehen sehr schön aus der Form, haben auch eine niedliche Struktur. Also diese Form ist wirklich herzallerliebst. Und das so als Geschenk ist doch als Mitbringsel. Jetzt haben wir noch unsere Nussschokolade. Guckt mal, die ist so schön in Kaffeebohnenoptik. Kann man zum Beispiel jetzt auch schön verwenden. Und jetzt kommt meine Schokolade. Die rosa Pfeffer. Roter Pfeffer. So sehen jetzt halt die Schokoladen aus, die ich mir gemacht habe. Wie gesagt, der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Was halt hier noch drauf zu beachten ist, also ihr solltet sie nicht zu lange in der Hand halten, weil dafür ist es wirklich eine schnelle Schokolade, weil wenn ihr auch diese temperierte habt, die ist natürlich auch wesentlich, ja, wie soll ich sagen, die schmilzt nicht so schnell in den Händen. Und wie gesagt, aber so als schnelles, ja, Schokohüpferl zwischendurch. Es ist einfach herzallerliebst. Könnt ihr euch jetzt da hinstellen oder abends so. Und jetzt muss ich ja meine Pfefferschokolade probieren. Und der Pfeffer, der ist sogar noch knusprig. Die gefällt mir, die behalte ich. Probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, mit Schmelzen geht ja relativ einfach. Probiert es aus, macht es nach. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Über ein Like und Kommentar würde ich mich sehr freuen. Und wie gesagt, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann jetzt dort unten rechts abonnieren. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann, eure Conny.